Mein Haus hat seine Tage! Mein Haus hat seine Tage! Was ist das? Alter! Was? Alter! Das war richtig creepy. Hör auf damit, Schmetterling. Ich will das nicht. Alter! Ach so, ich habe ja noch eine Sache geteastet. Jetzt weiß ich gar nicht, wie spät es ist, denn ich muss ja eigentlich auch jetzt gleich los. Das wird super. Eine Sache möchte ich aber gerne noch machen. Wir haben noch eine Treppe. Nice. Machen wir uns noch mehr Treppen. So. Eine Sache möchte ich ganz gern, wie gesagt, nochmal eben machen, beziehungsweise zeigen, ob ihr das auch gut findet. So, wir haben ja die Fenster, die so halbbreit sind. Und die Treppen, ist mir so aufgefallen, die sind ja auch halbbreit. Warum also nicht tun, was das Naheliegende ist? Wir nehmen uns den Hammer. Und das Glas. Hier ist noch so ein bisschen Glas, Streifenglas, streifenloses, Streifenglas. Und den Hammer. Hammer. MC Hammer natürlich. Kloppen wir rein. Nochmal so. Finde ich gut, dass die sich selbst anpassen. Finde ich einfach einwandfrei. So, dann müssen wir noch mehr Glas chiseln. Machen wir erstmal so die Hälfte, denke ich. In Streifenglas. Genau. An das müssen wir jetzt hier reinprügeln. Ich weiß halt nicht, ob mir das gefällt oder ob ich das scheiße finde. Mit diesen Treppen da unten. Vielleicht sollte man damit dezenter umgehen, dass man es nur bei manchen kleineren Fenstern macht. Oder man lässt es komplett. Ich weiß überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Aber sofern halt nichts vor den Fenstern steht, finde ich es, glaube ich, tatsächlich ganz cool. Weißt du? Machen wir das mal so und so. Haben wir noch zwei Carpenters-Blöcke? Ja, oh, wir haben noch perfekt vier, Alter. Nice. Machen wir das mal eben so. So und so. Und dann nehmen wir uns den guten alten Hammer und kloppen die kleinen. Ich glaube, ich mag das. Aber ich bin mir noch nicht so richtig sicher, ob ich das wirklich gut finde. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Aber im Großen und Ganzen mag ich das ganz gern. Und was ich noch gerne mag, ist, jetzt müssen wir mit Holz arbeiten, wenn wir das hier noch so ein bisschen abtrennen würden. Weil das könnte ein bisschen zwei. Ich wollte das halt ganz gern auch nur halb hoch machen. Wieso geht? Achso, das sind keine Karten, das Blöcke. Ich Idiot! Natürlich. Natürlich keine Carpenters-Blöcke. Mann. Ich Idiot. Ich wiederhole mich ja nun sehr ungern, aber ich bin Idiot. So, wir brauchen mehr Carpenters-Blöcke, ist ganz klar. Sieht man doch. Sieht man doch. So, machen wir uns noch ein paar. Was nehmen wir uns wieder mit? Ein paar Sticks haben wir auch noch übrig, das ist ganz gut. Ups. So. Mensch! Okay, und dann machen wir das auch nur so halb breit. Und wir können das auch mit Slabs eindecken, ne? Das ist günstiger insgesamt. So. So. Oder wir machen das sogar von der anderen Seite. Pass mal auf. Achso, jetzt macht er den wieder groß. Dann haben wir hier so eine kleine Einkuhlung direkt noch. Sieht auch interessant aus eigentlich, oder? Ist von der Seite ein bisschen beengender insgesamt. Sieht von der Seite aber interessanter aus. Ein Nachteil hat das Ganze allerdings. Man kann halt nichts an die Dinger dran machen. Also an die halben Seiten, wo hier noch so ein halber Block übrig ist, kann man halt nichts an die Wände dran machen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich mag das. Ich mag das. Kann man das denn auch noch... Aber vierteln kann man die nicht, oder? Nee. Nee. Wir könnten jetzt hier oben noch welche dran pappen. Entsprechend halt auch mit Holz, klar. Ist vielleicht auch nicht das Schlechteste der Welt.
Kann man auf jeden Fall machen. Da hat man hier so einen kleinen, keine Ahnung, Schlaf- oder Küchenraum oder sowas, weiß ich nicht. Hier könnte man es auch noch ein bisschen abtrennen. Wenn man hier sagt, so, gut, das wird nichts. Aber hier so, halt wirklich nur rein auf dieser Seite. Und dann auch so vielleicht. Ich weiß halt nicht wirklich, was ich davon halten soll, muss ich sagen. Wo sind denn unsere Slabs hin? Die sind halt einfach mal weg. Wir haben doch gerade keine 52 Slabs aufgebraucht. Da liegen die hier irgendwo rum. Was ist denn für eine Musik? Also ob ich das gut finde oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber es ist halt effizienter aktuell. Also es macht das Haus insgesamt ein bisschen, es rundet ab. Ich weiß uns nicht, wie ich sagen soll. Es rundet halt ab. Ne? Weiß nicht. Ich glaube, ich finde das sogar ganz gut. Haben wir das Aquarium, dann können wir hier noch ein Bild hinhängen zum Beispiel oder so. Oder ein Regal hinmachen. Sowas in der Richtung. Halt ein Bild würde sich anbieten, ne? Und dann kommt man hier halt zur Treppe, so in den Treppenraum. Dann kann man ja hier in die Ecke noch einen Blumentopf stellen oder so. Und auch das hier kann man noch abtrennen, theoretisch. Ich mag das halt lieber, Häuser, die nicht so offen sind, sondern abgetrennt. Abgetrennte Räume, abgetrennte Abschnitte in dem Haushalt. Abschnitte, wie man schon sagt. Wie man schon hört. So, Reifefässer müssen wir auch noch ein paar machen. Und das aber alles beim nächsten Mal. Jetzt erstmal bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Und wir an so einem schönen Häuschen oder irgendwo anders dran rumwerkeln. Mal sehen. Bis dahin und ciao, euer. Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Minecraft Survival in unserer wirklich schönen Welt hier. Ja, hallo Haus. Na, Haus? Wie geht's dir, Haus? Alles gut bei dir, altes Haus? Na klar. In der letzten, glaube ich. Ja doch, in den letzten Folgen haben wir auf jeden Fall das hier noch alles geschaffen. Sehr, sehr interessant, was da so geschehen ist. Da haben wir dieses kleine Räumchen hier, was eigentlich mal eine Küche werden soll, denn das Schlafzimmer kommt weiter oben hin. Das passiert, wenn wir hier nach oben gehen, dann. Oh. Wenn man hier war. War das? Ja. Das war deswegen noch an. Kein Problem. Alles ist gut. Alles ist gut. Okay. Hier habe ich mir auch schon ein, zwei Gedanken zugemacht. Und zwar möchte ich ganz gern an dieser Stelle hier, vielleicht hier so ein bisschen nach vorn versetzt, hier sind zwei, genau. Hier so noch ein Stück nach oben gehen. Warum, wieso, weshalb, erkläre ich euch natürlich auch sehr gern, bald, in zukünftiger Voraussagung, weiß ich, dass ich euch das bald erklären möchte, warum, wieso, weshalb wir das so machen wollen. So, hier gehen wir wie gesagt nach oben. Ich habe ja schon vor einigen Folgen gesagt eigentlich, dass ich das so gerne so hätte, dass diese zweite Etage, dass man von hier aus schon die Dachschrägen sieht, ne? Also, dass man von hier aus schon das Dach sieht, das heißt, diese Etage wird höher werden als die untere. Rein Deckenhöhen technisch. Und ja, genau das versuchen wir mal umzusetzen irgendwie. Ich habe noch keine Ahnung wie. Geil, wir brauchen auf jeden Fall mehr Fichtenholz. Da würde ich sagen, machen wir uns gleich an die Arbeit. Ohne große Verzögerung schwimmen wir darüber. Nice. So, okay. Wenn wir hier ein bisschen Fichtenholz gesammelt haben, dann können wir da im Haus auch weitermachen, easy peasy. Dass es auch irgendwann mal fertig wird. Was heißt fertig? Also wenigstens mal weiter wird, also weiterkommt, also, ne? In den letzten Folgen haben wir ja eigentlich fast ausschließlich Interieur gemacht und sind da nicht mal sonderlich weit gekommen, witzigerweise. Oder sagen wir traurigerweise. Naja, wie dem auch sei. Wir probieren unser Glück hier. Mir fällt einfach hier ein paar Bäumchen. So. Und ich hoffe, ne? Also es gibt ja hier, ich habe ja auch Falling Meteors hier mit drin. Einfach weil ich diese Meteore liebe.
Ich hoffe einfach, dass so ein Meteor nicht ausgerechnet genau auf das Haus prügelt, Alter. Das wäre so widerlich. Wir werden sehen. So, sehr schön. Der Baum wird dann auch gleich weg sein. Sobald wir den daneben auch noch weggefräst haben. Easy going. Denn jetzt hängt er gerade noch da dran. Achso, naja gut. Das ist nicht so schlimm. So, hier machen wir auch so, dass wir da hinkommen. Genau, sauber. Sehr, sehr schön. Dann müssen wir uns jetzt eh wieder hochstecken auch. Naja. Ob ich das gut finde, weiß ich noch nicht. Kann man eigentlich auch diese... Die kann man nicht chiseln, ne? Scheiße, kaputt. Schaufel kaputt, scheiße. Diese Holzstämme hier, diese unverarbeiteten Holzstämme kann man nicht chiseln, oder? Nein, kann man nicht. Kann man natürlich nicht. Warum auch? So. Einmal wieder noch diese Fichte mitnehmen. Ich würde sagen, den Baum und noch einen Baum nehmen wir noch mit. Und dann ist eigentlich, glaube ich, schon fast genug für unsere Bedürfnisse. Naja, mal sehen. Müssen noch ein bisschen höher. So. Das dürfte jetzt aber reichen. Ja. Nice. Dann buddeln wir uns mit der Fackel nach unten. Das ist ja kein Problem. Da fackeln wir nicht lang. Ha! Da fackeln wir nicht lang, verstehst du? Und da gibt es auch bestimmt auch was von Fackelmann, um einen ganzen schlechten Witz rauszuhauen. Ist einfach super. Naja. Vielleicht auch nicht. Ist einfach super. Okay. Ja. Gut. Fichtenholz. Dass das auch so extrem hohe Fichten sein müssen, ne? Es können keine normalen Fichten werden oder so. Nein, 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 nein. Das ist ein Riesenfichten. So, jetzt wieder einmal nach unten mit der Fackel am besten. Das sieht am schönsten aus einfach. Und so eine Fackel eignet sich auch wirklich gut zum Schaufeln, ne? Die kann man reinstechen in die Erde. Und dann richtig schön nach oben wirken. Aufpassen, dass sie nicht abbricht. So, jetzt haben wir 55 von diesem Holz. Das dürfte ja eigentlich langen. Und wir haben auch noch ein paar Setzlinge. Das ist ja entsetzlich. Kuh. Ganz genau. Das wäre auch meine Wortwahl gewesen, liebe Kuh. Aber du hast es mir ganz gut vorweggenommen. Hier liegt noch Holz rum. Ja gut. Haben wir jetzt halt ein bisschen mehr als eben. Setzen wir hier halt überall noch eben diese Setzlinge. Ganz kurz mal hin. Ganz kurz. Damit hier ein schöner dichter Wald entsteht. So. Ich mag ja dichte Wälder. So. Und hier auch noch einen hin. Ja, die behalten wir. Diese entsetzlichen Setzlinge. Haben wir hier, haben wir Kies. Hier haben wir Sand. Und hier haben wir auch Lehm. Und das sind all die Ingredienzien, die wir brauchen, um uns irgendwann mal eine Smeltery zu machen. Mal sehen. Eine Smeltery ist halt auch extrem praktisch, ne? Muss man echt mal... Muss man dann mal sehen, wie man das macht. Weiß ich noch nicht. So, jetzt sind wir hier im Keller. Der auch wunderschön ist, einfach. Naja. Wir werden sehen. Ob, das noch besser wird. Ich weiß es nicht. So. Jetzt können wir hier oben anfangen und können hier auch jetzt, ja, müssen wir halt echt mal sehen, wie man das macht, ne? Also das ist jetzt so... Das ist ja das Mindeste. Und dann müssen wir ja hier aber schon wieder... Das muss ja höher. Ups. Komm schon. So. Haben wir hier eine etwas höhere Deckenhöhe und dann noch das Dach oben drauf. Das wird ein relativ hoher Raum. Fürchte ich. So, 1, 2, 3, 4. Au. 1, 2, 3, 4. Was ein ekliges Geräusch. Jetzt kam es nicht. Naja. Okay. Jetzt könnte man theoretisch Wände ziehen, wenn man das möchte. T-t-t-t-t-t. Macht man das einfach mal. Ja, so muss man das machen, klar. Klar. Wie auch sonst. Wo wir eben einmal da drüben waren, hätten wir auch gleich Eichenholz noch mitnehmen können, aber... Wer bin ich schon? Dass ich Eichenholz mitnehme. Hier fehlt noch das hier. 4. Und jetzt... Dieses Geräusch. Alle Knochen im Körper gebrochen. Alle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Das war's mit Eichenholz. Schön. Schön war's mit dir, Eichenholz. Jetzt ist vorbei. Haben wir denn hier noch Eichenholz? Oder haben wir schon alles verbraucht, was wir hatten? Wir hatten nur so viel! Mann! Ob mir das hier gefällt, weiß ich noch nicht. Ich glaube nicht. Ich gehe mal ganz kurz zu den Feldern gucken und guck mal da, ob wir da noch Eichenholz haben. Aber ich befürchte, das sieht ganz schlecht aus.
Ja, alle Äpfel sind reif. Alle sind reif. Äpfel. Äpfel. Gib mir die Äpfel. Danke. Ja, ist alles gut. Okay, hier haben wir nur noch Erde, ein bisschen Eisen haben wir da auch noch. Hier haben wir noch nichts dergleichen. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen guten alten Kompost. Kompost. Geil. So, jetzt sehen wir da oben auch, guck mal, Wachstum erwachsen. Jetzt sehen wir das auch. Ich habe nämlich den Mod gefunden, der dafür verantwortlich ist. Ja. Und das war eigentlich gar nicht mal so schwer, wenn man gleich mal ein bisschen nachgedacht hätte. Hätte man sich viel Arbeit schenken können, denke ich. So, das alles mal da rein. Auch die Äpfelchen. Auch den Kompost erstmal gerne da rein. Wir sollten dann auch jetzt pennen. Denn es ist soweit, dass gleich die bösen Kreaturen kommen. Und uns böse Sachen wollen. Hier können wir wieder viel Saft machen. Das ist cool. Da freue ich mich ja. Können wir das nicht mehr aufheben da unten? Da liegt irgendwas drin, aber ich... Wir können es nicht mehr aufheben, ne? 4. Jetzt... Ah, das war noch eine Traube. Die hätten wir doch aber aufheben können, oder? Egal. Wir gehen mal lieber schnell pofen. Pofen im Ofen. Denn im Ofen lässt sich gut pofen. Ja, ja.